Ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Part Pokémon Let's Go Pikachu. Ich bin der Trainer 90 und letztes Mal haben wir im Mondberg aufgehört mit Onyx. Wir haben uns ein Onyx gefangen. Kleine kurze Recap. Ich hatte mein Pikachu mit auf einem Ausflug. Deswegen ist das Ding jetzt schon Level 30 und die anderen so dermaßen unterlevelt. Also wundert euch nicht. Das hat einfach mal glatt 11 Level, glaube ich, erreicht. Pikachu kann auch neue Attacken. Ich zeige euch mal schnell. Na, zeig mal deine Attacken. Hier, Donner, Doppelkick, Donnerblitz und Donnerwelle. Wir haben Donnerblitz und Donner dazugekriegt. Ja, das hat sich so ergeben. Durchs Unterwegssein halt. Wir werden jetzt weiterspielen und hoffen, wir kriegen den Mondberg heute beendet in diesem Part. Wir schauen mal. Hoffentlich geht's schnell. Los geht's. Ach, die haben wir schon besiegt. Okay. Na, hör auf, uns zu folgen. Ich mach doch gar nichts. Und ein Nugget. Sehr schön. Wenn ich mich richtig erinnere, gibt's hier noch... Wow, Pixie! Pixie! Nein! Oh, oh nix, Alter. Wenigstens kriegen wir ein Pipi. Beutel. Himbeere erstmal. So, und wir wollen noch keine Super. Wir haben noch nicht so viele Superbälle. Dafür haben wir Unmengen an Pokebällen. Und. Los geht's. Ach, danke, Pipi. Natürlich, Pipis Catchrate ist hier genauso scheiße wie sonst auch. Na komm, Pipi. Du Huan! Bleib doch drin, Alter! Oh Gott, ich fass das nicht! Du Stück Müll! Geht doch! Meine Fresse. Kann nicht so schwer sein. Wenigstens erreicht Stone Snake schon mal Level 6. Für Pipi wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Wegen seines reizenden Aussehens und Wesens ist Pipi beliebt, aber man sieht es nur selten, da es anscheinend nicht viele Exemplare gibt. Damit haben wir schon mal Pipi. Hier sind... Oh Gott, ich leg ohne... Ich will nicht mehr auf Onyx reiten. Onyx Hitbox ist so dermaßen beschissen, Alter. Die richtet sich nämlich nach seinem fucking Kopf. Ja, nee, komm. Stone Snake, wir nehmen dich wieder weg. Das geht so nicht. Wir nehmen wieder Softer. Hier gab es doch mal irgendwas, oder irre ich mich? Anscheinend nicht. Noch ein Pipi. Ja, nee, ich wollte eigentlich jetzt nicht gegen ein Pipi kämpfen. Und Leute, ich muss doch noch mal was aus dem Part revidieren. Zu den Shiny Hunts. Es ist doch wichtig, eine Fangserie zu machen. Ich habe mich da jetzt mal richtig informiert, wie das geht. Eine Fangserie erhöht tatsächlich doch die Chance, dass ein Shiny kommt. Wir werden auch Streams machen mit Shiny Hunts. Ich werde mal versuchen, Shiny zu hunten. Mal gucken, wie lange das dauert. Ich gucke mal, ob Mittwoch dann der erste Stream ist mit Shiny Hunts. Aber da schauen wir mal. Ja, wir wollen aufgeben. Das ist ein riesiges Zubat, das wir natürlich nicht fangen wollen. Zubat verfolgt uns aber leider. Es ist schon echt cool, wie die Pokémon hier animiert sind und einfach rumlaufen. Ich liebe das.
Bist du auch hier, um die Höhle zu erkunden? Nee, eigentlich nicht. Aber ich bin hier, um dich fertig zu machen. Luan. Luan der Huan, ja. Ein Sandan. Es geht los, Pika, du schaffst das. Ja, easy. Easy mit einem Level 30er, Pika. Doppelkicken wir das Ding und dann dürfte es tot sein mit Level 8, Alter. Wow. Verlieren ist total uncool. Ja, es ist, weiß ich. Du Lappen. So, warte mal kurz. Ich wechsle mal kurz unser vorderstes Pokémon aus. Pika ist halt einfach schon so dermaßen stark. Tauschen wir Pika mal gegen Softer, dann passt das besser. Nee, ich will keine Zubats mehr. Wah! Was, ein Kind? Mann, hast du mich vielleicht erschreckt. Dann müssen wir noch einen Mondstein suchen. Rufus. Ein Kleinstein also. Hat Softer was dagegen? Es geht los, Softer. Du schaffst das. Jetzt sehen wir Mew zum ersten Mal im Einsatz. Uiuiui. Oh Gott, nein. Wir müssen Mew rauswechseln. Mew hat ja nur richtig beschissene Attacken gerade. Oh, schafft Knolle den Kampf. Hoffentlich schafft Knolle den Kampf. Wir versuchen es einfach. Genug, Softer. Komm zurück. Du hast gut gekämpft. Los, Knolle. Ein Igler. Schlecht. Ich glaube, unser Knolle kann noch kein Rasierblatt. Aber es kann Egelsamen. Und da kommt der Sandwirbel. Ah. Das ist natürlich ätzend. Aber klauen wir Kleinstein ein paar KP. Und den Rankenhieb. Natürlich, war klar. Und jetzt wird er seine Death so lange verstärkt. Das wird jetzt ein zermürbender Kampf. Nur leider bringt dir dann ein Igler nichts gegen den Egelsamenschaden, Kollege. Los jetzt. Stab, Rankenhieb, triff. Och Mann, das kann doch nicht sein, Bisasam, Alter. Knolle, du Huan. Wir können hier auch einfach stehen bleiben, aber dann dauert der Kampf halt einfach ewig. Aber Knolle trifft ja nicht. Nee, ich muss Knolle auswechseln, das geht so nicht weiter. Tut mir leid, Knolle, aber du musst raus. Stone Snake ist noch nicht bereit. Hol mir Megaton in den Kampf. Weil solange Knolles Genauigkeit so gesenkt ist, bringt das gar nichts. Können wir ewig angreifen. Verbrauchen nur AP. Ja, das ist aber nett von dir, dass du mich tackelst und ich deine KP zurückkrieg. So, wir können hier nämlich auch Doppelkick mit Megaton. Leider hat er mit einem Igler seine Death so verstärkt, dass das überhaupt nichts bringt. Dass ein Kampf gegen einen Kleinstein so ätzend werden kann, ist ja schon echt nervig. So, hoffentlich war's das jetzt. Ja, easy. Ach ja, ihr habt es bestimmt gemerkt, falls ich das nicht schon erwähnt habe, weil ich erinnere mich jetzt nicht dran. Ich habe von nach jedem Kampf wechseln auf nicht auf Folge gemacht. Das heißt, wir müssen, wenn wir wechseln wollen, müssen wir eine Attacke einstecken, um das Ganze ein bisschen schwieriger zu machen. Energiefokus. So, Megaton, dann mach mal einen Crit, versuch mal einen Crit zu machen. Na ja, super. Da kam der Crit. Energiefokus hat gewirkt. Oh, ich habe keine Zeit mehr für den Energiefokus. Schnell, Megaton! Oh, ja, easy. Das hätte auch dick ins Auge gehen können.
Und Orkan erreicht Level 16. Jetzt hast du mich gleich zweimal überrumpelt. Was für ein zermürbender Kampf. Ich muss Softa erstmal auswechseln. Gebt mir einen kleinen Moment. Weil Softa kann ja noch nichts. Packen wir Knolle nach vorne. Halt! Beutelkontrolle! Hast du auch ausreichend Pokebälle bei dir? Sieht gut aus. Kontrolle bestanden. Falls die E-Pokebälle ausgehen, komm bei mir vorbei. Okay. Wir finden eine Perle. Nice. So, ich habe nämlich einen Tipp gekriegt. Wenn man bei dunklen Stellen irgendwo A drückt, kann man Mondsteine finden. Ein Wassertropfen ist runtergefallen, hat Frost, Softer erschreckt. Ja, nice. Verpiss dich, Zubat. Ich hasse dich. Also, gucken wir uns nochmal dunkle Stellen hier an. Ach, Softer, lauf mir doch nicht immer in den Weg. Hier, solche Stellen zum Beispiel. Na, ein Säckchen Sternstaub nur. Och, Softer, verpiss dich doch, Alter. Jo, Onyx, Alter, geh weg. Ich hab schon eins. Verpiss dich, ey. Geh von meiner... Oh, du Huan. Ich fass das gerade nicht, ne? Nee, hier ist nix. Ich hätte nämlich gerne einen Mondstein. Zum Entwickeln von Megaton später. Gut, hier... Nur ein normales Pipi. Oh, Softer, Alter. Wow. Softer strahlt Gelassenheit aus. Ja, danke schön. So, jetzt verschwenden wir zwar ein bisschen Zeit, aber ein Mondstein wäre schon echt richtig nice. Hier ist auch nichts. Hier ist nichts. Und hier auch nicht. Gut. Haben wir leider keinen Mondstein gefunden. Ist das da unten nur ein kleiner Stein? Auf geht's zurück zu dem Trainer. Wupp. Noch ein Pipi. So, auf geht's die Leiter runter. Ich hoffe, wir finden noch einen Mondstein, sonst mache ich das offscreen. Nach dieser Aufnahme. Ja, Kleinstein. Oh, Mauzi. Na, was willst du, Mauzi? Genau, lauf. Lauf, du Ratte. Oh, ja. Ja, bitte. Wir haben Zubat schon. Oh, ich hasse Zubat. Mondstein. Noch ja, ein Beleber. Ich bin halt selber... mal gespannt, wann ich meine nächste Nase, wann ich meine erste Naslock mal anfangen will. Das weiß ich noch nicht. Und ob ich sie dann schaffe oder verliere, ich verliere sie wahrscheinlich, weil ich habe nicht genug Pokémon-Wissen, um eine Naslock wirklich durchzuziehen. Ich werde viel tippen in der Aufnahme, hundertprozentig. Hier ist auch nichts, aber ein Rocket, Rüpel, dann los. Wir haben hier was Wichtiges zu erledigen. Mach dich vom Acker, du Winzling. Auf geht's. Rüpel von Team Rocket. Oha, Knolle gegen Traumato. Das kann ja was werden. Bepflanzen wir ihn erstmal mit Egelsamen. Und natürlich 50% Trefferchance und es trifft. Ach, ist das nice, Alter. Rankenhieb, bitte wach auf. Oh.
Ah, zum Glück macht das fast gar nichts. Sehr gut. Und wir werden geheilt, sogar noch ein Stück. Bitte wach auf, schnell. Knolle, du Lappen, Alter. Oh. Knolle zeigt sich wieder mal von seiner besten Seite. Doch ja, war klar. Ja, lange können wir das nicht mehr machen. Es ist zwar gut, dass wir die Egelsamen gepflanzt haben, aber Knolle will nicht aufwachen. Ja, geht doch! So, mit dem nächsten Hit bist du down, Alter. Scheiß Traumato. Ich hätte auch einfach auswechseln können, aber da das Traumato so dermaßen schwach ist, habe ich das nicht als nötig empfunden. Los, Knolle, jetzt töte es einfach. Danke. Nicht schlecht für einen Winzling. So, easy. Naja, wisst ihr, ich sag easy und hab's halt richtig hart verkackt, Alter. Ein Trank. Wir werden Knoll immer eingeben. Besser ist es wohl. Ja, nein. Da. Knoll und Megaton bräuchten beide mal ein. So, sehr gut. Ein riesiges Pipi und ein normales Pipi. Oha. Das schwarze Ding da. Ding dort drüben. Das sieht doch aus wie ein Fossil, oder? Bist du bereit, Mauzi? Hopp, hol das Fossil. Na los, mach schon. Du schaffst das, Mauzi. So. Hä? Oh Gott, bei mir ist gerade einfach ein Kleinstein gespawnt. Oder ist das in mich reingelaufen? Ich hab's nicht gesehen, Leute. Schreibt's mal in die Kommentare. Frostack, geh da weg, Alter. Ich möchte gerne in diese schwarze Stelle drücken. Hier ist auch nix. Ach, ist das schön. Och, Zubat, fuck you, Alter. Es hat sich im Mondberg nichts geändert. Immer läuft man in scheiß Zubats rein. Und jetzt bin ich aus Versehen in einen Paras reingelaufen, weil es ist schon schwer, den Analogstick als A-Knopf zu betätigen. Muss ich schon sagen. Das ist nicht so einfach. So, easy. Na komm, ist hier noch was? Nö. Hier lang können wir nicht. Ein Beleber. Steck deine Nase nicht in die Angelegenheiten von Erwachsenen. Erwachsene Rocket-Rüpelin, Alter. Fuck it. Ein Zubat. Süß. Ist absolut effektiv gegen unser Knolle. Wir sollten ganz schnell switchen. Ja, Pikachu wäre hier eigentlich die richtige Wahl. Dann nehmen wir Pika auch. Knolle, komm zurück. Es geht los, Pika. Du schaffst das. Oh, ernsthaft. Superschall. Oh. Zubat. Fick dich, Alter. Fick dich so hart. Bitte, Pikachu. Greif an. Ja. So, das war's mit Zubat. Oh, Knolle erreicht Level 13. Nice. Stone Snake erreicht endlich Level 7. Jetzt bin ich sauer.
Hier sollen schon Pokémon gelebt haben, lange bevor es Menschen gab. Sehr interessant. Team Rocket interessiert sich für sowas. Uff, da ist nichts. Aber ein Paras. Ich wusste das, Alter. Halt, stopp, Finger weg. Ich habe diese Fossilien gefunden, also gehören sie auch mir. Wer zuerst kommt, malt zuerst. Miguel. Oh, Miguel hat auch wieder mal was genommen. Ein Voltoball. Hier ist Knolle, die absolut richtige Wahl. Ich hoffe, der explodiert nicht in unser Face. Das wäre richtig scheiße. Erstmal schön Egelsamen. Ja, mach mal dein Lichtschild. Das juckt mich recht herzlich wenig im Moment noch. Rankenhieb. Da kommt der Donnerschock. Süß. Aber dass der mich outspeedet, ist ja... Ja gut, Voltoball ist schnell. Hat eine gute Init. Und wir sind wieder voll geheilt. Sehr gut. So, aber das ist Voltoballs Ende. Nice. Ein Magnetilo. Oh, das haben wir natürlich jetzt die beste Wahl ever. Beide nehmen sich nicht viel. Bleiben wir bei Knolle erstmal und bepflanzen den Typen. Natürlich kann dieser Bastard. Superschall. Bastard, Alter. Rankenhieb. Bitte, Knolle, greif an. Bitte. Ja, sehr schön. Das meine ich. Nicht sehr effektiv. Oh, Kacke, der kann Tackle. Fuck. So, komm, greif an. Och, Knolle. Oh, Mann. Magnetilo, du bist so ein Bastard, dass du Superschall kannst, Alter. So, Rankenhieb. Geht doch, Knolle. Sehr gut. Oh, das macht ja fast gar nichts. Hätte ich wechseln sollen? Na, wir haben keine Bodenattacken. Och Mann, du bist immer noch verwirrt. Ist das dein fucking Ernst, Alter? So, jetzt töte es, Knolle. Bitte, der Egelsamen muss doch reichen, oder? Ja, easy. Sehr schön. Und wir werden nochmal ein bisschen geheilt. Na gut, ich geb dir eins ab. Ja, heul doch, Alter. Na schön, teilen wir. Es gibt ein Fossil pro Kopf, aber bloß nicht gierig werden. Nö, nö. Fick dich, Zubat. Fick dich. Geh weg. Ich hasse dich. Oh. Da ist ein Pipi von meinen Füßen gespawnt. Flucht. Ja. Helix-Fossil, nö. Oder Dom-Fossil. Ich nehme das Dom-Fossil. Kabuto ist schon ziemlich nice. Na gut, dann nehme ich das hier. Ey, ich will mit dir reden. Auf der fernen Zinnober-Insel steht ein Pokémon-Labor. Das heißt, man versuche dort Fossilien in Pokémon zurückzuverwandeln. Ja, nice. Sehr gut. Stehen geblieben! Dieses Fossil gehört uns, klar? Wie und wann hast du uns überhaupt überholt, hm? Unverschämtheit. Ich bin Jesse. Und ich bin James.
Zusammen sind wir Team Rocket und wir werden uns zurückholen, was wir uns rechtmäßig erklauen wollten. Wir gegen Jesse und James. Ah, dann machen wir die beiden Lappen mal fertig. Jesse von Team Rocket und James von Team Rocket fordern dich heraus. Unser erster Doppelkampf. Knolle und Orkan. Knolle ist hier die bestmögliche Wahl, ist gleich wieder auszuwechseln. Nice. Rufen wir Megaton. Wir werden Pikachu jetzt hoffentlich eine ganze Weile nicht mehr sehen, weil es halt schon so mega stark ist, dadurch, dass ich es mitgenommen habe. Stab, Flügelschlag auf Smogon, bitte. Gott, Taubsi muss sich dermaßen schnell entwickeln, Alter. Orkan. Ich will zuerst Smogon weg haben. Wir brauchen unbedingt Tauboga. Was? Rettern outspeedet mein Nidoran, Alter? Das gibt's doch gar nicht. War klar. Scheiße, ich hätte doch auf Hornattacke gehen sollen. Das war dumm. Nein! Ja, genau. Oh, der Pokéball Plus, ne? Danke, so. Dann wollen wir mal Flügelschlag. Das sollte das Ende für Smogon sein. Tschüsschen. Yes. Megaton ist Level 16. Rettern setzt Säure ein. Ist nicht sehr effektiv gegen Megaton. Sehr gut. Rettern werden wir jetzt easy halt einfach wegrasieren. Das sollte nicht schwer werden. Mann, das nervt, dass mein Retter mein Megaton immer noch ausbietet, Alter. Auf Wiedersehen. Nice. Ich glaub das einfach nicht. Ich wurde besiegt von einem Kind? Unsere erste Entwicklung. Megaton wurde zu Nidorino. Endlich! Bastard, Alter! Hat ja auch lang genug gedauert. Für Nidorino wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Das Horn dieses Pokémon sondert im Kampf ein sehr starkes Gift ab, wenn es den Gegner trifft. Endlich ein Nidorino, Alter, das ein bisschen mehr reißt. Das war wohl ein Schuss in den Ofen! Ja, war es hart. Verpiss dich, Kleinstein. Verpiss dich einfach. Ich möchte hier gerne noch reingucken. Was will Pikachu denn von uns? Pika. Pika schaut genervt aus der Wäsche. Ja, Pika, alles gut. Ja, das gefällt dir, ne? Nee, das gefällt dir gar nicht. Okay, das auch nicht. So. Dann gehen wir mal raus aus dem... Aus diesem Horrortrip, Alter. Hier ist auch nichts, ne? Kein Mondstein, schade. Dann werde ich offline einsuchen.
Aber wir gehen jetzt erstmal raus. So, dann würde ich sagen, ich beende hier den Part aber auch. Wir haben ein bisschen sehr was geschafft. Wir haben den Mondberg abgeschlossen. Und unsere erste Entwicklung erlebt. War ein ereignisreicher Part. Ich bedanke mich hier bei euch aber fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Tschüss! Vielen Dank für das Zuschauen bei Let's Play Pokémon Let's Go Pikachu. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da und schreibt mir in die Kommentare, was ich noch besser machen könnte und welche Projekte ich sonst noch spielen soll. Wollt ihr noch mehr von Pokémon Let's Go Pikachu sehen, dann drückt doch auf die Playlists. Wenn ihr noch mehr von mir oder MikroXC sehen wollt, dann drückt doch auf den Vergisst nicht mich zu abonnieren Button, damit ihr nichts mehr verpasst. Nochmals vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Part wieder. Tschüss!